Moin YouTube, was geht denn damit? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Motortest mit einem sehr, sehr schönen, aber sehr, sehr ätzenden Auto. Nicht ätzend, weil er so schlecht für seine Kategorie ist, sondern ätzend, weil es ein Street Tier 1 ist und das bedeutet, wir müssen lange fahren. Mini Cooper S Countryman All 4 in der Kirby Edition, die wir mittlerweile haben. Mit dabei sind mal wieder Hello Kitty Vaped und WFPK Töster. Was? Das hat also ich finde HKR Tröster gerade sogar noch besser. HKR Tröster ist auch crazy. Okay, Vape ist aber dann HKR Tröster. Du musst nämlich irgendwas mit Töster sein. Gut, also eigentlich ist das Auto ready. Ich habe eigentlich alles schon draufgeklatscht, wie es sein soll. Profi-Settings kann ich ja noch einmal durchklicken. Smart, Digga, bitte. Und thematisch bin ich mal gespannt, zu was wir jetzt kommen. Ich hoffe, das hat gereicht von den Settings her, damit ich hier mal weitermache. Ich kann mal gerade gucken. Ich glaube, das Auto ist gar nicht so kacke. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, was Pyromeda geschickt hat, ist der Wagen auf Platz 24 der Street Tier 1. Geht ja voll fit. Ja, der ist ja gar nicht mehr so bad. Nee, es ist halt einfach nur ein Street Tier 1. Also, ich habe nur keinen Bock auf den, weil es ein Street Tier 1 ist. 3, 2, 1. Also, thematisch wurde sich auf YouTube gewünscht von Marcel. Spreche ich nicht aus, weil Angst, dass ich es falsch ausspreche und es klingt zweideutig. Aber Marcel mehr oder weniger, und es kam auch eben im Chat mal auf, das Thema Playlists angesprochen. Auf YouTube war das tatsächlich mehr so der Vorschlag, was wir von mehr themenbasierten Playlists halten würden, im Sinne von bestimmte Automarken, bestimmte Nationalitäten etc. pp. Muss ich tatsächlich zu sagen, dass ich den Kommentar auf YouTube nur so mittelmäßig verstehe, weil das haben wir ja. Also das ist ja basically, was Playlists jetzt gerade sind. Jedoch mehr. Wir haben die Lamborghini-Playlist, wir haben die Porsche-Playlist, wir haben... Was haben wir noch alles für Marken-Playlists? Damit ich keinen Scheiß errede. Das haben wir war's. Wir haben noch nicht mehr, ne? Also wir haben aber schon welche. Die waren allerdings seit Release drin. Also da könnte tatsächlich mehr kommen. Wir haben halt mehr Themen basiert im Sinne von Vintage, also alte Autos, im Sinne von Offroad, im Sinne von Drift. Mehr sowas in die Richtung. Hoonigan. Aber mehr Playlists im Sinne markenbasiert. Grundsätzlich hätte ich da nichts gegen. Aber da würde ich vielleicht ans letzte Video nochmal anknüpfen. Dann hätte ich es vielleicht gerne ähnlich wie eine Story. Also tatsächlich, dass dann die Geschichte der Automarke durchgespielt wird. Ne? So, du fängst mit einem der ersten... Was nehmen wir jetzt für eine Marke? Keine Ahnung. Audi. Mit einem der ersten Audis an, so einem Oldtimer. Und da wird dann so über die Geschichte der Marke so nach und nach durchphilosophiert. Das fände ich irgendwie ganz cool, dass es halt wirklich so eine Art wie Storytelling über die Automarke gibt, wenn man so eine Playlist so aufbaut. Da hätte ich grundsätzlich gar nichts gegen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Das stimmt, ja. Also so generell Thema Marken, ja, Thema Länder finde ich schon wieder schwierig. Auch das war ein Vorschlag, da muss ich aber sagen, wenn man es auf ein Land münzen will, dann müsste die Strecke sich eher an dem Land anpassen und das ist auf der Map einfach schwer möglich. Weil wenn du jetzt sagst, du willst eine Playlist machen für deutsche Autos, ja okay, dann hast du nachher bei den 6 bis 9 Events in einer Playlist halt auch jede Marke nur 1 bis 2 Mal drin. Ja. Das ist halt mau. Das ist halt einfach... Dann bist du wieder so dabei, was für eine Story soll die Playlist erzählen? Du könntest halt da, ja, jede Automarke einmal kurz anschneiden, aber das ist dann vom Storytelling wieder, ja, mehr oder weniger uninteressant. Du kannst halt einmal kurz jede Marke vorstellen, aber eine richtige Story hast du da drin nicht. Meh. Weiß ich nicht. Könnte man machen, wäre ich jetzt aber nicht so scharf drauf, wie tatsächlich einzelne Automarken mit ihrem entsprechenden Storytelling. Das fände ich irgendwie sinnvoller. Auf jeden Fall. So, müssen wir gerade nebenbei gucken, was da noch so steht. Ich glaube, das ist so tatsächlich schon der Kern des Ganzen. Wir hatten aber im Zwischenzeitraum eben schon mal angeschnitten, was man über Playlists noch so philosophieren könnte. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich interessant. So grundsätzlich, was man sich wünschen würde, was in Playlists mehr, weniger umgesetzt wird, wie die aufgebaut sein sollten. Und ich denke, da kann man mit Sicherheit einiges zu machen. Also,
Grundsätzlich könnte man jetzt wieder darauf gehen, okay, was fehlt noch? Da wären dann so Sachen wie eben der Vorschlag aus dem Chat, Hovercraft. Könnte man mit Sicherheit sehr geil einbauen in Motorfest. Auch wenn ich ein bisschen Angst vor dem Handling-Modell hätte. Ja. Ja, schwerer halt, ne? Ja, eben. Also ich fand Hovercraft in The Crew 2 war für viele Leute ein Problem, aber eigentlich, wenn man wusste, wie es geht, sehr, sehr einfach. Wenn man einfach nur wusste, dass man nur lenken konnte durch Nitro und dementsprechend das richtige Set brauchte und dann hat das Ding 1A auf dich gehört. Das könnte in Motorfest halt schwerer sein, weil die definitiv das abändern würden, dass du dein Nitro so schnell voll gewinnst. Wahrscheinlich würden die halt einen abgedriftet Perk rausnehmen. Aus Hovercraft, könnte ich mir vorstellen. Und dann wäre es halt eine ganz andere Nummer. Das finde ich irgendwie schwierig. Ansonsten wüsste ich jetzt bei Playlists so auf Anhieb gar nicht so viel, was Sinn machen würde. Generell würde ich sagen, das Storytelling kommt ein bisschen zu kurz. Man hat irgendwie oft das Gefühl, es ist ein bisschen herzlos dahin geklatscht. Und dadurch, ich glaube, die meisten, allermeisten haben das einfach aus. Ja. Und das... Ich weiß nicht, sie stecken Arbeit rein, aber halt auch wieder so auf einem Level, wo man sich dann im Nachhinein denkt, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Hawaiian Scenic damals, als Motorfest neu war, war zum Beispiel ein Positivbeispiel, wo ich das sehr genossen habe, dass die da mitgeredet haben. Aber die Offroad Addict 2, zum Beispiel jetzt neulich, war das Paradebeispiel für, es hat irgendwie genervt. Ich glaube, da habe sogar ich einfach irgendwann nicht mehr hingehört und es ignoriert, weil es einfach irrelevant war und langweilig und irgendwie nervig, wenn er gelabert hat. Da könnte man auf jeden Fall mehr rausholen aus dem Storytelling, würde ich sagen. Ja. Oder zum Beispiel bei, gerade bei Markenplaylisten, eventuell am Ende der Playlist als freischaltbares, was weiß ich was, ein Audiobuch oder so. Wo ein Repräsentant von, jetzt, wir haben eben das Beispiel Audi gehabt, von Audi da hinkommt, zwei Seiten, also zwei Bücherseiten an Text vor einspricht und das dann halt übersetzt wird von Übersetzern. Und das wäre ja auch noch ziemlich einfach, weil quasi jede große Automarke mittlerweile ihre eigene Geschichte niedergeschrieben hat und du müsstest quasi nur das Intro von dem Buch vorlesen. Mehr. Weil das ja immer eine Kurzzusammenfassung ist eigentlich. Also wäre das ja nicht mal so viel Aufwand. Man müsste natürlich dann mit jeder Automarke, die so eine Playlist bekommt, nochmal explizit kooperieren, um das zu machen. Aber das würden sie ja eh für so eine Playlist. Also ja. Weiß ich nicht. Könnte man definitiv machen. Ich muss sagen, mir fehlt bei den Playlists so langsam eine gewisse Variation. Irgendwie, auch wenn jede Playlist so ihre Eigenarten hat, ist es immer das Gleiche. Bis auf jetzt, ja gut, Donk vs. Lowrider ist schon ein Ausreißer mit den zwei verschiedenen Schienen und ne, das ist schon nochmal was anderes, aber du hast immer deine, ja, ich sag mal, 8-9 Events, die eigentlich auch immer relativ ähnlich sind und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Du hast nicht das Gefühl, dass es wirklich was Besonderes ist. Weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Es ist so... Ich glaube, that's wrong. Es fehlt so der besondere Touch, der zeigt, dass da wirklich ein Gedanke hintersteckt. Und ich glaube, ein Problem, was, obwohl es ein geiles Feature ist, aber ein Problem, was das auslöst, ist allein schon die Tatsache, dass du mittlerweile grundsätzlich jedes Event mit jedem Auto fahren kannst. Also ich meine, in The Crew 2 waren Cross-Events was extrem Besonderes. Es gab ein Cross-Event in einem Summit. So, das heißt, du hattest jede Woche ein besonderes Cross-Event. Eine Strecke, die du nur mit Street Race kanntest, musstest du dann plötzlich mit Hypercar fahren. Wenn du jetzt aber in irgendein Rennen in dem Spiel reingehst und willst auf Bestzeit gehen, ja, danke Alpha Grand Prix, ich weiß. Ich finde das auch so kacke. Es spielt gar keine Rolle mehr, mit was du fährst. Und irgendwie haben dadurch auch die Rennen in der Playlist, ja, ich weiß nicht, gar keinen großen Reiz, weil du weißt im Endeffekt, dass die Karre, mit der du da fährst, ja, da brauchst du dich nicht anstrengen, macht keinen Sinn, ist sowieso uninteressant. Es gibt zwar diese Playlist-Bestenliste, aber da guckt kein Schwein drauf. Ich weiß nicht wieso, das ist wieder so, ja, es sind halt die schlechteren Zeiten wahrscheinlich deshalb, aber ich würde tatsächlich sagen, wenn man auf Top 100 gehen wollen würde, würde ich sagen, man macht es im Playlist-Modus.
Also ja, wenn wir jetzt wieder eine Reihe machen würden mit Top 100 Videos, würde ich sagen, jedes Rennen im Playlist-Modus. Weil Custom-Modus ist immer das gleiche. Super langweilig. Ja, Custom wurde halt so getötet, halt mit AGP-Slip dauerhaft. Du hast ja vielleicht in dem Rennen, in dem Game vielleicht so 10 Rennen, wo Hypercar schneller ist. Die sind ja okay so. Oder dann Rally Raid oder so, ne? Aber. Ja, ja. So ein Road. Der Rest ist halt nur AGP-Slip, das ist so dumm. Deswegen ist auch Custom Leaderboard ist halt so. Es juckt halt einfach niemanden. Es juckt niemanden. Ja, definitiv. Was schon schade ist. Ja. Ja, es ist schon traurig. Die hätten das halt einfach komplett so lösen müssen wie in T2. Ja, oder zumindest besser anpassen müssen. Also ich sehe zum Beispiel nicht das Problem darin, dass man die Bestenliste, die man jetzt hat, die Custom-Bestenliste, das sind ja im Endeffekt nur Daten, die da sind. Das hätte man halt einfach mit einem Filtersystem unterlegen können. Oder einem Ablagesystem in einzelne Kategorien. Weil die Datenmenge bleibt grundsätzlich dieselbe. Das wäre kein großer Unterschied. Macht's aber deutlich einfach. Wobei die Datenmenge sich dann erhöhen würde, wenn natürlich jeder seine Bestenliste in jeder Kategorie fährt, ne? Dann hast du schon eine deutlich erhöhte Datenmenge, auch wenn ich glaube, dass das ganz ehrlich nicht das Problem sein kann. Nee. Ein paar Zahlen abzuspielen pro Spieler. Abzuspeichern. He doesn't know. Worum geht's, Zyro? Eieiei. Naja, und ansonsten an Playlists fehlt mir einfach so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder auf New York anspielen soll, aber so ein bisschen Variation. Lass mal eine Playlist halt 20 Rennen haben. Oder halt nur 5 oder 4, aber dafür mal lange Rennen. Die Rennen sind sich halt alle so ähnlich. Eine Endurance-Playlist auf einer neuen Rennstrecke oder so. Von mir aus. Du hast halt immer in jeder Playlist eigentlich. Ja, keine Ahnung, 2-3 Sprint drin, 2-3 Rundkurse, alle Rennen gehen zwischen 2,5 und 4 Minuten. Ich weiß nicht, das führt zu einem Trott. Ich fände mal ein 15-20 Minuten Rennen wieder ganz schön. Ja, gut, haben wir eins hier. Und das ist je nach Rennen plötzlich auch nur noch 10 Minuten lang. Je nach Fahrzeug, aber. Ja, es ähnelt sich alles sehr, was das angeht. Fair enough, sie machen ja so Dinge wie jetzt die Gymkhana-Playlist auf der neuen Insel, Donk vs. Lowrider. Klar, muss man sagen, auch die Drift Volume 2, da war ja schon einiges dabei, ne, was anders war. Aber ich kann nicht mal erklären, wieso, trotzdem durchbricht es diesen Trott nicht. Ja, Marty, auf so ein Rennen hoffen wir alle, was dann bei der zweiten Insel komplett rumgeht. Ich hoffe tatsächlich, dass die zweite Insel das bringt, dass es ein Rennen gibt, nicht direkt, aber vielleicht in der kommenden Playlist, was dann wirklich über beide Inseln führt und nicht einfach wie das hier. Das hier ist ja nichts anderes als einmal um die Insel, das Rennen. Ne? Also das ist ja einfach einmal außenrum. Und das ist im Endeffekt auch das Problem bei dem Rennen, weil der Großteil ist einfach geradeaus. Aber das könnte man sehr viel besser machen. Also ich sehe sehr wohl die Chance, vor allen Dingen mit der zweiten Insel, auf der ersten Insel, ich sag mal, mit einem kurvigen Stadtbereich zu beginnen. Dann hast du eine sehr lange Gerade über die Autobahn und dann fährst du irgendwie über einen Vulkan hier auf der ursprünglichen Insel oder so. Und hast dadurch halt Serpentinen irgendwo mit drin, keine Ahnung. So, dass du halt von allem was hast. Das war ja der Charme von New York. Es hatte von allem etwas. Es hatte Cuts, aber du musstest auch die Strecke gut kennen. Du musstest jede Kurve gut kennen. Und dann hattest du ein bisschen was von allem. Du hattest die engen Bergpassagen, du hattest weitläufige Geraden, wo du sehr gut mit Nitro und Topspeed durchkamst. Und das ist halt auch so dieses eine Rennen, was immer noch fehlt. Aber so generell für die Playlist ist es einfach die Variation, die fehlt. Obwohl sie da ist. Das ist so dumm, weil sie ist da. Eigentlich ist sie da. Nur wir nutzen sie nicht so. Gut, hat halt auch keinen Sinn. Es gibt keinen Grund, in einem Rennen auf Leistung zu gehen, weil dann fährst du nur noch Alpha Grand Prix. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen meine Einstellungssache, weil das war in The Crew 2 nie ein Problem. In The Crew 2 war mir das scheißegal. Ich meine, ich könnte hier auch einfach auf Custom, auf Playlist-Modus gehen. Da kann man auch mit einem getunten Auto fahren, aber halt nur mit dem fest vorgegebenen. Und
damit sich dann um eine Zeit kümmern. Und in The Crew 2 haben wir es genauso gemacht. Gut, da gab es halt keinen Custom-Modus, aber da haben wir uns daraus selber Content gemacht. Das haben wir in Motorfest halt nie angefangen. Aber das geht ja irgendwie nicht nur mir so. Das ist ja also, die Anzahl der Leute, die mal wirklich auf Zeiten gegangen sind, ist in Motorfest von Anfang an sehr gering gewesen. Ja. In The Crew 2 gibt es bei jeder Strecke ordentliche Weltrekorde. Das stimmt, ja. Motorfest ist irgendwie mehr PvP für dich, so. Ja. Ist halt die Frage, weil eigentlich hört man ja trotzdem sehr viele Stimmen, die sich über das PvP-System extrem beschweren. Warum dann gerade hier eher das PvP-lastig geworden ist, kann mir auch keiner erklären. Auch keine Ahnung. Ich meine, so wie die das halt umgesetzt haben, es ist schon im Prinzip gut. Es ist halt viel, was noch besser geht, aber es, die Base ist ja halt ziemlich geil gemacht. So. Ja. Gut, da kommen wir wieder zu dem, ja, Beschweren auf hohem Niveau, ne? Also ich meine, ich kann zu Forza nicht viel sagen, aber nach allem, was ich gehört habe, ist Forza halt schon sehr schnell sehr langweilig und alles in den Arsch geschoben. Need for Speed, muss man einfach sagen, ist es in etwa dasselbe, auch wenn das sich ja über Updates anscheinend mittlerweile gedreht hat. Und zumindest von den Leuten, die regelmäßig Motorfest spielen, hört man halt auch, dass es ihrer Meinung nach das beste Rennspiel auf dem Markt ist aktuell bei den Arcade-Gamer-Races. Und ja, gerade bei Forza-Spielern muss man halt viel sagen, das ist halt sehr Xbox-lastig und viele von denen haben halt Motorfest auch nie eine ernsthafte Chance gegeben oder waren direkt so frustriert davon, nicht alles in den Hintern geschoben zu bekommen, dass das Spiel halt keine Chance hatte. Also im Endeffekt kommen wir zu dem Schluss. Ja, Playlists sind irgendwie ausbaufähig, aber eigentlich könnte man mit dem, was man hat, schon sehr zufrieden sein. Wir wissen nur selber nicht, warum wir unzufrieden sind. Sehr gut. Weil, so sehr ich auch sage, es fehlt die Variation, wenn man drüber nachdenkt, ist sie ja eigentlich da. Ich traue mich kaum, aber schieß los. Was sind eure? 14, 20, 9. 14, 44, 6. Also ich bin nur ein bisschen schlechter als der Rallycross Cadillac Escalade. Du Scheiß. Ja, aber Rallycross ist auch bei jedem, was wir bis jetzt gefahren haben, im Level von Street Tier 1. Der Peugeot 205 Rallycross war besser als jedes Street Tier 1, was wir bis jetzt hatten. Der ist auch echt geil, der lenkt auch gut. Ja, ja, also es ist bei mir so eine Midrange Street Tier 1 Zeit. Nichts Besonderes, aber... Ich fand den gar nicht geil. Ich, ganz ehrlich, ich habe schon kaum noch Erinnerungen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das Ding gefahren hat. Der war irgendwie allergisch gegen Gattern irgendwie. Ja gut, das ist aber Street Tier 1 Problem. Das sind fast alle Street Tier 1. Also Street Tier 1 mögen die allermeisten Gattern nicht besonders. Genauso wenig wie Lenken. Also Street Tier 1 ist halt einfach scheiße im Handling. Leider. Ja, gibt so ein, zwei Ausnahmen. Der Rest ist Müll, ja. So, jetzt schreit Pyro mich an, er hätte gerne zwei Autos, weil Pyro noch nicht mitbekommen hat, dass wir ja nur eins auslosen. Weil nächste Woche gibt es zwei neue Autos, nicht nur eins. Und deshalb müssen wir auch nur zwei davon... nur eins auslosen. Weil nächste Woche kriegen wir einmal aus dem Summit den Porsche Taycan in der Thunder Edition und den McLaren 27S Liberty Walk. Anscheinend, sagt Toasty. Und Chat hat das ja eigentlich auch bestätigt. Deshalb. Ist dem Vehicle-Line-Up nachlesbar? Ja, dann wird das wohl stimmen. Ist da datiert als 2. Oktober und wenn mich nicht alles täuscht, ist 2. Oktober der nächste Mittwoch. Das ist vollkommen richtig. Okay, ich habe alles rausgelöscht. Das heißt, wir können auswählen. Und jetzt müssen wir nur eins auswählen. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal hin und her klicken. Dann sehen wir unsere Zahl. 185. Das ist ein Street Tier 2. Das heißt, wir haben erstmal nächste Woche den Street Tier 2 Porsche Taycan Turbo Thunder Edition. Dann haben wir den McLaren 27S Liberty Walk und Street Tier 2. Die Road for... Ja! Ja, die Road Force One mit unserer ultra sexy Folie von Mika. Holy shit, das zeige ich jetzt einfach noch, damit YouTube weiß, worauf sie sich freuen können. Gerne runterladen, weil das Ding ist was Besonderes. Die kenne ich noch gar nicht. Ich habe ein Bild auf Instagram gesehen, hab's an Mika geschickt und Mika hat die Folie im Spiel nachgebaut. Für Naruto-Fans, das ist die Itachi-Livery. Die ist geil, what the fuck. Die ist so geil, Alter. Runterladen. Und dann haben wir unsere drei Autos für nächste Woche. Das ist doch schön. Sehr, sehr schön. YouTube, ansonsten weiter Themenvorschläge in die Kommentare pumpen. Das tut uns immer gut. Einen Monat noch, wenn ihr das jetzt seht, dann kriegen wir unsere neue Insel. Das wird schön. Und hoffen, wir haben genug Content. Ach, wir haben immer Content. Wir haben uns immer Content selber gemacht. Wenn wir keinen Bock mehr auf Top 100 machen, dann auf...
auf Liberty hier fast auf Territory haben, dann fahren wir halt unsere Top 100. YouTube auch gerne dazu meine Meinung in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich auch gerne mal einen Einschub machen, runterskalieren von hier zwei auf zwei First Tries mit einem Top 100 in der Woche, bin ich auch fein mit. Also schreibt es mal in die Kommentare, ich bin für alles offen. Und dann würde ich sagen, das war's. Like, Abo, Holy, ich wünsche euch was. Bis denn.